Diese Bombe, diese Rohrbombe, war angebracht an einer Tafel und auf dieser Tafel ist gestanden, Roma zurück nach Indien. Und die Tafel ist dort eben auch am Attentatsort gelegen. Es gibt nach wie vor Personen, die kaum etwas über die Geschichte der Roma oder über Roma überhaupt wissen. Ja? Und das wird mir immer mehr und mehr durch meine jetzige Arbeit, durch die Volksgruppenarbeit eigentlich bewusst. Ja? So zum Beispiel, wenn ich in Schulen gehe und über das Attentat rede, wissen viele nichts über das Attentat oder über die Briefbombenserie. Ja? Und ich meine, bitte, die Briefbombenserie, das ist jetzt da, das ist von 1993 bis 1998 passiert. Ja? Und da waren ja, es waren 4 Todesopfer in der Oberwarter Roma-Siedlung und es hat aber auch genügend verletzte Personen gegeben. Ja? Personen, die in der Öffentlichkeit damals gestanden sind, so wie zum Beispiel der damalige Wiener Bürgermeister. Ja? Und das ist irgendwie eine Lücke, dass man die Zeitgeschichte den Schülerinnen und Schülern irgendwie vermittelt. Als das Attentat in der Roma-Siedlung in Oberwart passiert ist, war ich damals 10 Jahre alt. Es waren gerade Semesterferien. Es war Sonntag in der Früh, als mein Papa ins Zimmer gekommen ist und mich aufgeweckt hat und gesagt hat, so, jetzt stehe ich heute auf. Und da war es ja noch, weiß ich nicht, ich kann jetzt mir an die Uhrzeit nicht mehr so genau erinnern, aber es war halt so um 7 Uhr herum oder so. Da habe ich gedacht, na, warum müssen wir da jetzt aufstehen? Es ist ja Sonntag und es sind Ferien, nicht? Und dann kommt er nochmal rein und stehe jetzt auf und ich war halt noch im Zimmer drin und dann war in der Küche schon, also habe ich schon gehört, okay, da sind jetzt mehrere Menschen schon munter in der Küche, irgendwas muss da jetzt halt eben sein. Also ich habe mir angezogen und bin dann irgendwie runter in die Siedlung zur anderen Cousine und zur Tante. Und es waren halt schon alle Bewohner in der Siedlung munter. Und dann war dort auch schon unten, also man hat ja runtergesenkt zur Attentatstelle, man sieht ja dorthin. Und da waren dann so Männer mit weißen Anzügen. Also nicht mit weißen Anzügen, mit so, also so wie man es halt aus dem Fernsehen kennt. Das war jetzt kein Ausgeanzug oder so, sondern so ein Arbeitsanzug natürlich, so wie man es halt aus dem Fernsehen eben kennt. Nicht? Ja, und es war halt eben ganz viel Polizei dort. Und mein Opa, also mein Onkel, der Fredi, der ist gehörlos gewesen, der hat ja die 4 Toten gefunden. Das ist nämlich so ein kleiner Feldweg, der von Oberwart nach Unterwart in die Nachbarortschaft geht und mein Onkel, der ist halt immer nach Unterwart gegangen in der Früh und der hat die 4 Männer dort eben gefunden und ist dann zurückgelaufen zum Haus und eben mein Papa verständigt. Natürlich ist die auch mal runtergelaufen, weil sich ja der Onkel nicht verständigen hat können. Und der, also der Nachbar, war dann auch schon munter und der hat dann die Polizei verständigt und so. Ja. Und mein Opa war natürlich auch sehr geschockt, weil ja, seine 2 Enkelsöhne da ums Leben gekommen sein. Und ja, er hat dann halt gesagt, so was hat es nur im KZ gegeben, wo die Menschen einfach so tot auf der Straße herumliegen. Die ersten Meldungen sind auch dahingehend gegangen, dass es geheißen hat, die Roma haben sich bei einer Zigeunerfehde unter Anführungsstrichen oder beim Drogendeal oder Waffenschieberei, also sowas hat man heute halt eben aus den Medien gehört, gegenseitig getötet. Ja, so irgendwie waren halt damals die Medienberichte. Und es hat am selben Tag, also am Sonntagnachmittag, hat es in jedem Haus eine Hausdurchsuchung gegeben. Also da sind halt wirklich zeitgleich in jedes Haus 2 Polizisten reingegangen und haben eben die Häuser bzw. Grundstücke, also Garagen oder so, eben auch durchsucht. Ob es da mögliche Beweise oder so finde, ja. Und die haben mein Kinderzimmer genauso durchsucht wie eben die Garage vom Onkel, nicht? Oder die Werkstatt vom Onkel. Also die haben halt wirklich alles durchsucht, ja. Egal, ob das jetzt die Schultaschen, also die Schultaschen war oder ob das der Kasten war, die haben halt alles durchsucht.
Unsere Beerdigungen finden normal immer in der alten Kirche statt, ja. Also die Zeremonie für die Beerdigung und so. Und natürlich war die Kirche zu klein, deshalb sind wir auch auf die große. Also hat das alles in der großen Kirche stattgefunden, ja. Und es war natürlich der Bundespräsident anwesend und Landeshauptmann und wahnsinnig viele Politiker natürlich und wichtige Persönlichkeiten oder so halt. Personen, die man halt als Kind aus dem Fernsehen kennt. Ja? Bei dem einen weiß man gut, das ist halt ein Politiker, bei dem anderen weiß man nicht so recht, wie man einordnen soll. Auf alle Fälle sind all diese Personen viel weiter vorne platziert worden, als wie jetzt zum Beispiel die Onkeln und Tanten und Cousinen. Mit der Zeit vom Nationalsozialismus bin ich schon sehr früh in Berührung gekommen. Mein Opa hat die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Mauthausen überlebt. Meine Oma war im KZ Ravensbrück. Beide sind 1939 deportiert worden und 1945 eben freikommen. Meine Oma ist leider 1978 verstorben, also vor meiner Geburt, die habe ich nicht mehr kennengelernt. Aber mein Opa, der hat immer sehr viel über die Erlebnisse im KZ gesprochen. Egal ob Roma oder Zigeuner, weil auf der Tafel ist ja auch drauf gestanden, Roma zurück nach Indien und das war eine Bombe dran, nicht? Also natürlich ist dieser Begriff negativ behaftet. Viele Personen, die den Begriff jetzt nach wie vor verwenden, also nicht Roma, wenn der jetzt nur ein Zigeunerschnitzel bestellt oder so, das ist ja auch immer wieder in den Medien mit diesem Zigeunerschnitzel oder Zigeunerrede oder Zigeuneraufstrich, ja. Ich glaube, die wissen einfach nicht, was hinter diesem Begriff eigentlich steckt und dass viele Personen gibt, die verwenden den Begriff einfach so, ohne dass sie böse Absichten haben. Ja. Wenn jetzt am Tisch neben mir einer Zigeunerschnitzel bestellt, dann habe ich nichts dagegen. Nicht? Wenn jetzt jemand im Gespräch kommt oder am Nebentisch kommt mit irgendwelchen Stereotypen gegenüber Zigeunern, na, da werde ich dann wahrscheinlich meine Meinung äußern, ja. Aber ja, man kann halt auch nicht immer gleich einen Finger heben und sagen, ja, du bestellst jetzt ein Zigeunerschnitzel, du bist ein Nazi, nicht? Das geht ja auch irgendwie nicht, nicht? Ich glaube, ja, man muss da halt schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl halt auch haben.